willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Trinox. Heute ist wieder ein Themenvideo am Start. Und vorerst, wenn ihr im nächsten Video erwähnt werden wollt, dann werdet ihr in meinem neuesten Video sozusagen eingeführt. Und dann zeige ich euch gesagt kreativ als allererstes Thema, was wir als Kommentarsektor machen können, ist folgendes. Was ist euer Lieblings-Minecraft-Projekt auf der PS4 gewesen, von meiner Seite aus? Schreibt es mal gerne rein. Die besten zwei oder die besten drei kommen in dem nächsten Video. Und falls euch das Video gefallen sollte, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Würde mich mega freuen. Allererstes, Leute, apropos Likes und Abos. Wenn wir schon darüber reden, dann hat es natürlich auch einen Grund. Ich habe ein bisschen nachgedacht. Und ich habe meine Statistik mit Manix, den Typ, der mir verdanken kann, dass ich jetzt auch endlich Welten joinen kann, habe ich ein bisschen meine Analystik, also ihr wisst ja, was ich meine. Ihr kennt, glaube ich, dieses YouTube Studio, dass man halt seine Videos angucken kann, wie das gut ankam, wie viele Klicks es gebracht hat, wie viele Leute es angeguckt haben, wie es gut ankam. Woran kann es liegen, dass Leute demotiviert sind, dass es nicht so läuft, wie es laufen sollte eigentlich, wie man es möchte? Man kann es ja nicht jeden gut schreiben, ist klar, aber man muss halt wirklich bedenken, er macht Videos, 3 Stunden lang oder 4 sogar, oder sogar nur 2 Stunden, wer weiß, kommt auf das Video an, und dann guckt es keiner an. Das ist halt sehr demotivierend. Dann macht man automatisch weniger, irgendwann kommt gar nichts mehr und dann kommt einmal im Monat was. So hat es bei mir funktioniert, also so war es bei mir jedenfalls. Und ich habe gemerkt, das ist so ein Teufelskreislauf. Denn wenn du keine Videos machst, wirst du auch weniger vorgeschlagen. So wird der YouTube-Algorithmus dich weniger vorschlagen. Und du machst noch weniger Klicks als sonst. Das ist halt krass. Und so funktioniert das auf YouTube. Wenn du aktiv bist, bist du belohnt. Wenn du inaktiv bist, bist du nicht belohnt. Und ja, das wollte ich jetzt mal ansprechen. Würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen aktiver seid im Sektor, im Kommentarensektor zum Beispiel. Ich finde, Leute, weißt du, ihr wisst, was ich liebe. Ihr wisst nicht, was ich liebe auf YouTube, vor allem die Kommentare durchzulesen, weil ich lese irgendwie immer in jedem Beitrag oder jedem YouTube-Video immer die Kommentare durch. Ich weiß nicht. Ich mache das immer eine halbe Stunde lang und ich weiß nicht, es macht mir einfach Spaß. Natürlich solltet ihr keine unnötigen Sachen reinschreiben, einfach mal interessante Sachen, eure Meinung zum Video und was ich besser machen könnte. Das würde auch einfach reichen. Und die Likes sind natürlich auch nicht so hoch, ich kann es jetzt auch nicht so übernehmen. Ich will einfach nur darüber reden, dass ihr darauf achten sollt. Es ist ja eure Entscheidung, ob das Video gefällt euch oder auch nicht. Weil, wie soll ich sagen, ich kann euch nicht dazu zwingen, aber ich kann euch darauf auffordern, dass ihr euch da erinnert. Und es macht mich halt immer glücklich, wenn ich Likes sehe, weißt. Wenn so mehr Likes, desto mehr glücklicher bin ich, desto mehr Videos mache ich also auch. Aber ich mache trotzdem Videos, auch wenn die Videos nicht so viel Likes haben, kann ich euch schon mal versprechen. Die denken bestimmt auch, warum hörst du dann auf oder so? Nein, im Gegenteil. Anderes Thema, Leute. Wir haben ein paar Fragen zu beantworten. Ich habe mir ein paar Fragen ausgenommen. Ich nehme 4 von den Kommentaren. Wir haben insgesamt 7 bekommen. Danke an alle, vor allem an die Kommentare. Und die allererste Frage ist von Manix. Wie siehst du Minecraft in 2 Jahren? Also ich denke, Minecraft in 2 Jahren wird, denke ich, immer noch dasselbe Spiel sein, wie wir es heute kennen. Nur, dass die Community halt, wie soll ich sagen, ein bisschen kleiner geworden ist. Es kann ja sein, weiß man ja nicht. Es ist halt ein bisschen schwierig, das zu kalkulieren. Aber auf jeden Fall gibt es sehr große Updates. Höhen-Update wäre bestimmt schon draußen. Mountain-Updates, also dass die Berge geupdatet sind. Nessa ist schon längst geupdatet, es kommt ja dieses Jahr schon raus. Es ist halt, ich meine, es gibt so viel, was wir noch nicht wissen, was Mojang schon weiß, was sie schon vorhaben. Es kann ein Höhenupdate kommen, es kann neues Dimensionen kommen, ich weiß es nicht. Aber danke auf jeden Fall für die Frage, Manis. Gartrix fragt, magst du Dinos, also Rexer? Ja, Dinos sind, habe ich früher als Kind sehr oft gemocht. Und ja, und er hat noch eine zweite Frage gleich oben drauf geschrieben. Und würdest du es feiern, wenn Pardex zurückkommen würde? Wie soll ich es mal sagen? Pardex ist halt 2015 bis 2016 hat er Videos gemacht, produziert, und dann hat er grob aufgehört. Hat natürlich wahrscheinlich seine Gründe, weil Schule stand im Vordermann und
Zeit und keine Lust mehr, auch wenn es gut gelaufen hat. Man kann es ja sagen. Er macht seinen Weg und das ist seine Entscheidung, obwohl ich das nicht machen würde. Aber es ist, wie gesagt, seine Entscheidung. Kann man nichts dagegen machen. Und wenn er zurückkommen würde, dann würden wir uns natürlich alle herzlich freuen. So, Pumo fragt eine ganz schnelle kurze Frage. Wo mein YouTuber-Rang? Der YouTuber-Rang kommt, glaube ich, irgendwann mal. Why you bullying me? Ich mag viel fragt, was ist dein größter Wunsch? Mein größter Wunsch ist, ich will jetzt auch auf YouTube bezogen sein. Mein größter Wunsch ist auf jeden Fall eine aktive Community zu haben, dass ich auch aktiver Videos mache. Das ist kein Wunsch, sondern das werde ich versuchen. Ich werde es machen. Und ja, ich habe schon viel vor, was ich machen würde, projektemäßig. Und ja, denkt dran, Leute, der Teaser zum neuen Projekt PL2 kommt am 18. am 18.01.2020 um 12 Uhr. Seid auf jeden Fall gespannt, Leute. Ihr könnt euch auf jeden Fall bewerben. Das wird sehr, sehr, sehr aufwendig auf jeden Fall, Leute. Jetzt kommt die letzte Frage von Alnese. Was motiviert dich, YouTube zu machen? Mich motiviert, YouTube zu machen, einfach weil man kann Videos machen. Es ist mein Hobby. Und ich feiere es, wenn Leute einfach jemand, also zumindest, wie soll ich sagen, kleine YouTuber, die einfach Videos machen und dass du einfach Fans hast. Es ist keine Fans, wie soll ich sagen, Zuschauer hast, deine Videos gucken. Das ist halt schon die größte Ehre überhaupt. Und ich möchte das halt wirklich ausbauen und immer mehr Leute anschaffen. Und wenn es irgendwann soweit ist, kann ich ja, habe ich eine große Community. Man kann sich das wünschen, man kann sie arbeiten. So Leute, das war's mit dem kleinen kurzen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde es natürlich ein bisschen runtercutten, dass es nicht so viel ist. Bei euch ist es sowieso nicht mehr so viel. Und ja, Leute, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns dann wieder zum neuen Video. Apropos, bald kommt auf jeden Fall Minecraft Borders auf meinen Kanal. Ich habe Bock drauf. Easy Gamer hat ja ein neues Projekt. Und ich werde auf jeden Fall Videos hochladen. Ich werde ungefähr 10 Videos hochladen, weil es reicht mir. Ungefähr so. Ein Durchschnitt. Und, ja, wie soll ich sagen, hoffe, ihr habt es gefallen, Leute. Lasst einen Kommentar und ein Like und ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Und haut rein, euer Treenox und ciao.